Wir sind mitten in der Earnings Season und entsprechend dürfen wir damit rechnen, dass in dieser Handelswoche eine erhöhte Volatilität an den Märkten zu finden sein wird. Und wir sehen schon mit dem heutigen Montag, mit dem Handelsbeginn in dieser Woche, dass wir auch schon einen höheren Volatilitätsindex haben. Warum ich denn auch denke, dass diese Woche sehr volatil wird und dass das wiederum Chancen sein werden, um in Aktien einzusteigen oder sogar mit Hilfe von Optionen eine höhere Volatilität auszunutzen, das werde ich in diesem Video einmal erläutern. Und zwar beginnen wir mal erstmal damit, dass eben in dieser Woche Quartalszahlen gemeldet werden. Und da bin ich hier auf der Facebook-Seite in der Investierer-Community. Hier habe ich das auch schon gestern gepostet. Ich mache es mal groß. Hier sehen wir eben eine Übersicht darüber, welche größeren Unternehmen hier Quartalszahlen melden werden in dieser Woche. Und da sehen wir eben so einige Schwergewichte. Da ist Johnson & Johnson, GE, Microsoft, AMD dabei, Apple, Tesla, AT&T, Boeing, Visa, McDonald's und so weiter. Also die ganz großen Namen sind hier zu finden. Und ich kann euch nur mal eins sagen, wenn ihr damit bisher noch nicht so viele Berührungspunkte hattet mit so Earnings, mit so Quartalszahlmeldungen, dann geht doch einfach mal hin, schaut euch diese Grafik an und geht beispielsweise jetzt am Dienstagabend nach Close, hier steht After Close und hier Before Close. Das heißt, After Close werden dann nachbörslich diese Zahlen gemeldet. Das passiert meistens dann so zwischen 22 und 22.30 Uhr zu unserer Zeit. Da sind ja die US-Börsen dann geschlossen. Dann guckt euch mal eine AMD oder eine Microsoft-Aktie an. Und da gibt es nämlich teilweise ganz extreme Bewegungen dieser Aktien. Und diese extremen Bewegungen können dann im Folgetag wieder von uns ausgenutzt werden, gerade bei Optionshändlern mit einer höheren Volatilität. Oft wird eine Aktie bei Meldung der Quartalszahlen mehr abgestraft, als dann sich wirklich fortsetzt im weiteren Verlauf. Und selbst wenn die Aktie ein bisschen runtergeht, ist es nicht so schlimm, denn die Vola nimmt meistens dann sogar ab, obwohl wir weiter ins Minus laufen. Und das ist ein großer Vorteil für Stillhalterpositionen beim Optionshandel. Das, was ich hauptsächlich mache, womit ich wirklich aktiv handle. So, wo könnt ihr denn solche Earnings überhaupt genau nachschauen? Das möchte ich euch auch mal zeigen hier. Das ist nämlich die Quelle, ist von Earnings Whispers. Und hier kann man eben zu jedem Basiswert, kann man entsprechend sich das raussuchen. Also hier beispielsweise, wenn ich jetzt hier Microsoft das Symbol dafür eingebe, dann klicke ich hier drauf und dann sehe ich hier direkt, ja, den 26. Januar 2021 in dem Fall, werden Quartalszahlen entsprechend gemeldet. Und hier würde man dann eben auch draufklicken können und sehen, dass die Quartalszahlen eben positiv oder negativ waren. Es gibt eben auch Flüsterschätzungen und Konsensschätzungen hier mit 1,46 und 1,77. Wie die Aktie dann wirklich reagiert, das ist immer in gewisser Weise eine Lotterie. Das kann man nicht anders sagen. Zumindest konnte ich noch nie großartig davon profitieren über die Earnings. Ich halte mich meistens von den Earnings fern und profitiere dann danach, wenn es eben einen richtigen Satz nach unten meistens gab, dass ich dann entsprechend Optionen darauf schreibe. Wie sieht es denn insgesamt auf dem Markt aus? Wir sehen hier in TradingView den S&P 500 Future und wir sind in letzter Zeit am Steigen. Wir haben hier in gewisser Weise auch jetzt kürzlich gesehen einen Aufwärtstrend, den ich jetzt mal ungefähr einzeichnen möchte. Nämlich sieht das Ganze so aus. Ja? Und wenn man denn so will, dann wäre, wenn man das als Kanal macht, ja, dann sieht das so ungefähr aus, sind wir jetzt eher wieder in der Korrekturphase dieses kurzfristigen Aufwärtstrends. Aber diese Earnings-Season diese Woche wird alles überschatten und es kann durchaus auch sein, dass dieser Trend vielleicht auch wieder nach unten gebrochen werden könnte. Ja, also alle Ohren und alle Augen seien gerichtet auf diese Earnings bitte in dieser Woche. Wir sehen entsprechend auch der Volatilitätsindex, ja, der ist heute eben um 8,8% schon gestiegen und das heißt eben, ja, Volatilität steigt, obwohl der Aktienmarkt, zumindest der S&P 500, gerade eigentlich auf der Stelle tritt. Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass etwas im Gang ist, ja, dass irgendwo mehr Absicherung gefahren wird im Hintergrund, dass das Ganze unruhiger angesagt ist und wohl an der Börse gar nicht so viel passiert. Der S&P 500, wir sehen es gerade hier, der tendiert eigentlich um die Null.
Was dann zusätzlich noch interessant ist, ist, dass der Russell 2000, das heißt die Werte, die in letzter Zeit eine extreme Rallye gemacht haben, der verschnauft heute mit ungefähr minus 0,7% der Future. Und der Nasdaq 100 dafür, so wie auch in den letzten Tagen schon, kann wieder richtig zulegen, so wie wir es eigentlich vor Anstieg des Russell 2000 gewohnt waren. Ja, und das sagte ich ja schon mal in vorherigen Videos, dass ich denke, dass diese Sektorenrotation, die da kurzfristig stattgefunden hat, dass eben Value extrem nach oben geschoben worden ist nach der Veröffentlichung des Impfstoffes, dass das irgendwann auch wieder bei den Tech-Werten zu einer Erhöhung des Kurses führen muss oder der Russell 2000, also die Nebenwerte, würden entsprechend abstürzen und der Tech-Sektor würde sich konstant halten. So ist meine Prognose auch immer noch, dass ich denke, dass der Nasdaq 100 auch in den nächsten Wochen ein gutes Mittel der Wahl darstellen sollte und dass eben der Russell 2000, wenn man sich das Ganze mal anschaut, hier haben wir das vor Corona hoch, ja, wir sind inzwischen seitdem, ja, sind wir schon wieder 26% über Corona hoch und diese Rallye hier in letzter Zeit seit Veröffentlichung des Impfstoffs, die halte ich nicht für ganz gesund. Ja, der Nasdaq 100 ist auch gestiegen, aber da halte ich es nach wie vor für nachhaltiger, diese Kursentwicklung, die da stattgefunden hat. Und wir haben auch eine Konsolidierung auf hohem Niveau, wenn ich das nochmal kurz einblenden kann. Ja, wir haben hier einen extremen Anstieg gehabt und dann kam eben die schwere saisonale Zeit im September, Oktober. Und wir haben jetzt hier aber ein sehr stabiles Level gehalten, auch über die letzten Tage und Wochen. Und jetzt geht es eben wieder ein Stück nach oben. Ja, das ist insgesamt sehr mit einer Basis im Hintergrund. Grund, das ist für mich eine sehr gesunde Kursentwicklung. So, dann haben wir noch insgesamt die Volatilität, die ich ja vorhin angesprochen hatte. Wie sieht die denn historisch aus? Und da gehe ich eben hier immer auf Seasonal Charts, sehr, sehr interessant. Und wir sehen eben von Mitte, Ende Januar bis komplett im Ende Januar rein, steigt für gewöhnlich die Volatilität. Und das hängt natürlich dann auch mit den Earnings zusammen. Also das nochmal Bestätigung, dass diese Handelswoche unruhig verlaufen wird. Ich kann natürlich nicht sagen, ob wir jetzt im Endeffekt dann 1% am Wochenende mehr haben oder weniger, aber wir sollten uns auf jeden Fall darauf vorbereiten, dass gerade auch die großen Werte, die hier die Quartalszahlen melden, dass die heftigere Bewegung machen könnten. So, das nur ein ganz kurzes Update. Letzte Woche habe ich ja keine Wochenzusammenfassung gemacht und deswegen gebe ich das jetzt hier einfach mal in den Montag rein. Ich hoffe, ihr konntet mit den Informationen was anfangen. Ich wünsche euch alles Gute und vor allem eine erfolgreiche Handelswoche. Bis dahin, euer Investierer. Tschüss.